Hallo an das Fische-Kollektiv. Ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen mal, was auf die Fische zukommt im letzten Monat des Jahres, im Dezember. Und relevant für dich bin ich mir ganz sicher, dass du hier etwas mitnehmen kannst für dich, wenn du im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendenten Fische bist. Dennoch ist es eine kollektive Kartenlegung und ich bitte dich, alles auf deine Themen umzulegen und das für dich mitzunehmen, was sich hier richtig und stimmig für dich anfühlt. Alle Kartendecks, die ich verwende, sowie Informationen zu den Rauhnächten, also die Rauhnachtsbegleitung, Ritual- und Tranceabende, 2 Stück im Dezember, die Termine und die Anmeldungen, die Links, sowie private Kartenlegungen und Co. findest du alles unten in der Infobox. Und ich würde sagen, ich verbinde mich nun mit den Fischen. Und ich verbinde mich mit dem Fische-Kollektiv, Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent Fisch und der Dezember-Energie. Was kommt im Dezember auf die Fische zu? Was zeigt sich und worum geht es? Worum geht es im Dezember für meine Fische? Und erstmal tune ich mich ein bisschen energetisch rein und wende mal den energetischen Blick für die Fische in den Dezember. Oh, und ich bekomme ein ganz warmes Gefühl im Sakralchakra, also im Unterbauch. Ein Gefühl der Geborgenheit, auch des Abschiedes. Das ist interessant. Zum einen ist das Gefühl sehr geborgen und warm. Also ich würde sagen, so vom Kaminfeuer kuschelnd in einer Holzhütte den Schnee draußen beobachtend. So klassisch, wie man sich so einen schönen, perfekten Weihnachtsabend vorstellt. Zum anderen bekomme ich aber auch tatsächlich das Gefühl, ein Bauchgefühl, was ein bisschen mulmig ist, was mit Abschied zu tun hat. Oder sich von etwas verabschieden. Ich bin mal gespannt. Wir schauen mal rein, mit welcher Energie die Fische vom November in den Dezember reingehen. Mit welcher Energie kommen die Fische vom November in den Dezember? Mit der Siegesenergie. 6 der Stäbe haben wir hier. Die 6 der Stäbe sind die Stäbe des Etappenziels, etwas geschafft zu haben. Vielleicht ist man stolz auf sich, vielleicht hat man eine gute Arbeit gemacht im November oder einiges erreicht, was man erreichen wollte. Und jetzt geht's weiter. Man hat die Hoffnung, dass man diese Energie mitnimmt, dass man hier den Dezember ebenfalls erfüllt mit Sieg, mit Hoffnung, mit Dingen, die in die Zukunft sich ausdehnen. Für die meisten hat es hier mit der Arbeit zu tun oder mit Verbindungen. Ein kleines Kind, reicher, guter Herr, also es könnte sich hier auch um Geschäftsbeziehungen handeln, kurze Krankheit, es könnte sein, dass man hier auch vielleicht gute Leistungen geschafft hat, obwohl man vielleicht eine sehr anstrengende Zeit im November hatte. Als hätte man vielleicht was so krank, was sich nicht gut gefühlt eine Zeit lang, Überforderung, Burnout. Gefühlsschwankungen, also ja, für die Fische könnte es sehr anstrengend gewesen sein im November, für uns alle, ja, aber die Fische sind natürlich ein sehr emotionales und Gefühlswesen und bekommen natürlich auch viele Emotionen und Gefühle vom Umfeld mit und vielleicht hatte ich das ein bisschen ausgelaugt, aber letztendlich, ja, hast du vielleicht hier auch viel Neues erlebt oder neue Möglichkeiten, neue Angebote, aber alles hat sich hier eigentlich zum Guten gezeigt und mit dieser Energie kommst du jetzt auch in den Dezember. Und wir schauen mal, was hier als nächstes auf die Fische zukommt. Was kommt denn als nächstes im Dezember auf die Fische zu?
Was zeigt sich hier als nächstes? Da haben wir Ritter der Schwerter. Gerade wurde mir aber auch kurz die Sechs der Kelche gezeigt, die Erinnerungskarte. Also die Vergangenheitkarte. Ritter der Schwerter kommt auf dich zu. Jemand, der sehr impulsiv sein kann. Jemand, der sehr straight auf dich zugeht, mit einem Angebot, mit einer Nachricht, ein Überbringer von Nachrichten. Ich habe das Gefühl, dass dieser Ritter hier eine Person oder eine Nachricht oder ein Thema symbolisiert. Und es könnte sein, dass du damit nicht rechnest und im ersten Moment etwas überfordert bist. Schauen wir mal, worum es hier geht. Mir wird hier gerade ein Bild von Rosen gezeigt, mit Dornen, Rosen, dunkelrote und schwarze Rosen. Wir haben das reiche Mädchen. Trübe Gedanken, ja, es wird etwas sein, damit rechnest du dich, darüber machst du dir erstmal Gedanken. Falsche Person. Interessant. Also ich sehe gerade die Situation, dass es sich hier um ein Angebot oder einen Vorschlag einer Zusammenarbeit, einer Kooperation oder einer Dienstleistung handeln könnte. Oder jemand möchte dich ins Boot holen, jemand möchte dich überzeugen, weil jemand sieht in dir ein reiches Mädchen, dass du irgendetwas hast, was für jemand anderes interessant sein könnte. Man muss ja aber sagen, dass für diese Person, weil wir auch die Schwerterenergie haben und weil wir die falsche Person haben, dass ein Hintergedanke dennoch dort ist. Ein Hintergedanke, das heißt, diese Person macht es nicht einfach nur dir das Angebot oder kommt auf dich zu oder übermittelt dir etwas, weil sie nur dich im Fokus hat. Es geht hier tatsächlich um einen weiteren Hintergedanken. Vielleicht kannst du dieser Person auf irgendeine andere Art und Weise nutzen. Und dadurch, dass du sehr feinfühlig bist, wirst du das merken. Deswegen machst du dir Gedanken darüber und erkennst auch schon, dass da mehr dahinter steckt. Nichtsdestotrotz, du machst dir Gedanken. Egal wie du dich entscheidest, du kommst aber dahinter. Und das ist das Schöne. Also du erblickst diese Person, denn du erblickst diese Maske und du schaust für dich, ob du dennoch darauf eingehen möchtest oder eben nicht. Für einige kann es sich hier auch um eine Frau handeln. Eine Frau, die auf dich zukommt oder dir etwas mitteilt. Was ist denn das Hauptthema für die lieben Fische im Dezember? Was ist hier das Hauptthema für die Fische im Dezember? Worum geht es hier? Was ist das Hauptthema? Die Sechs der Münzen. Die Karte des Geben und Nehmens. Eine Balance. Okay, mir wird gerade hier, seht ihr das? Auf dieser Karte ist in der Jackentasche etwas drin, wie ein Zettelchen, ein roter. Mir wird es gerade gezeigt wie eine Art Eintrittskarte, eine Karte für ein Event. Es geht hier um eine Veranstaltung, ein Event, ein Ticket, eine Eintrittskarte. Es kann sein, dass es sich hier auch wirklich um finanzielle Themen dreht, dass etwa ins Gleichgewicht wiederkommt oder dass eine Beziehung wieder ins Gleichgewicht kommt. Vielleicht hast du in einer Beziehung mehr gegeben oder mehr genommen tatsächlich und so wird jetzt hier der Ausgleich wieder präsent sein. Es hat hier höchstwahrscheinlich mit deinem Herzensmenschen zu tun, mit deinem Ehemann, deinem Partner, deinem Freund, deinem Verlobten oder auch einfach einem Herzensmenschen. Kummer und Widerwärtigkeiten, es könnte für die meisten sein, dass ihr euch aktuell viele Gedanken um das Thema Geld macht, viele Gedanken um das Thema Münzen, Sicherheit, Stabilität und wie man wieder ins Gleichgewicht kommt und eine Reise. Es kann sein, dass ihr jetzt einen ganz neuen Plan habt bezogen auf diese Themen. Es kann sein, dass du jetzt ganz neue Ideen und Möglichkeiten hast,
dass du oder dein Gegenüber hier eine Idee habt, wie ihr an Münzen kommt oder wieder etwas ins Gleichgewicht zu bekommen. Zum einen kann es hier wirklich um Stabilitätsthemen, Sicherheitsthemen, Geldthemen handeln oder um die Stabilität der Beziehung. Letztendlich tretet ihr hier gemeinsam eine neue Reise an. Eine neue Reise, wo man nicht so ganz weiß, wo es hingehen soll. Auf jeden Fall weg vom Kummer. Interessant. Dann schauen wir doch mal die Wahrnehmung der lieben Fische, die Wahrnehmung der Fische und auch der Rat der geistigen Welt bezogen auf diese Legung hier für die Fische, die Gefühle, die Wahrnehmung und der Rat, das Gericht. Bäm, erste große Arkana hier. Das Gericht. Ja, für viele kann es hier wirklich um Geldthemen gehen oder wirklich um sowas wie neue Möglichkeiten, neuer Beruf, neue Finanzen, neue Immobilie, neue Idee zur Veränderung. Du fühlst hier, dass es sowieso weitergeht in eine Richtung. Du spürst es schon und du weißt, dass es der richtige Weg ist. Also es ist so, als würdest du wirklich die Bestätigung bekommen und dieses Gefühl. Und wie ich zu Beginn auch gefühlt habe, so einmal dieses warm, wohlige Gefühl im Bauch und einmal auch die Art des Abschiednehmen, kann es gut sein, dass du jetzt wirklich Kummer und Sorgen, und lustigerweise haben wir es ja wirklich untereinander, ne? Einmal trübe Gedanken, Kummer, Widerwärtigkeiten, darüber die Krankheit. Das wird jetzt losgelassen, weil man jetzt hier Unterstützung bekommt und in eine neue Lebenseinstellung geht. Okay. Das Gericht, das ist die Verkündung. Es kann gut sein, dass du spirituell sehr gut angebunden bist, als Fisch natürlich generell, als Wasserzeichen. Hier kann es aber sein, dass du wirklich eine Begegnung mit einem Engel hast. Vielleicht mit einer Feinstofflichkeit, vielleicht nenn es Wunder, Eingebung, was auch immer du bekommen wirst oder fühlst. Du weißt, dass es richtig ist und du weißt, dass es etwas Großes ist. Es ist eine Verkündung der feinstofflichen Welt an dich, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass du hier weitergehst. Dass die Zeit des Diebstahles hier vorbei ist, besonders auch die Zeit des Mangels, weil wir haben hier natürlich das Geld, wir haben Diebstahl. Die Stabilität ist sehr im Fokus. Und es gilt hier wirklich, vielleicht hast du auch schon die ganze Zeit gewisse Erwartungen gehabt, dass hier etwas vorwärts geht, dass hier etwas weitergeht, dass jetzt aber es doch besser gehen müsste. Und hier ist das Geschenk, was auch kommt, das wird auch besser gehen. Und vielleicht wirklich von den Helfern, den feinstofflichen Helfern schon vorher angekündigt, dass du einfach spürst. Vielleicht spielst du Lotto und auf einmal gewinnst du hier und du hast es vorher schon gefühlt. Vielleicht ist es hier eine Eingebung, die dich begleitet oder einfach den Kontakt zur Anderswelt, der dir sehr, sehr präsent ist. Und am unteren Rand, das mich gerade mal hier zeigen, weil ich es erblickt hatte, haben wir viel Geld gewinnen. Also es geht aus dem Mangel hier wirklich in die Fülle rein. Besonders aber von deiner Einstellung und von, ja, dass du es fühlst, dass du auch überzeugt bist. Die feinstoffliche Welt hilft dir beim Überzeugen deiner Einstellung. Das ist interessant. Eine Botschaft vom Universum für dich, lieber Fisch, für den Monat Dezember. Eine Botschaft hier. Die große Zusammenkunft. Alles fügt sich zusammen. Intuitive Hinweise, Seelengemeinschaft. Was habe ich gerade eben gesagt? Du stehst hier in Kontakt mit irgendetwas Feinstofflichen, einem Gefühl, einem, wie auch immer du es nennen magst. Es ist total egal, wie man es nennt. Aber du hast hier Kontakt mit deiner Seelenfamilie, mit einer Eingebung, mit dem Gefühl zum Universum. Und das ist diese große Zusammenkunft. Du fühlst, du bekommst jetzt hier Bestätigung im Fühlen aufgrund eines Ereignisses, einer Erkenntnis, wie auch immer.
Das ist hier der Rat. Alles fügt sich zusammen. Habe Vertrauen, achte auf Hinweise und vertraue, dass alles in Richtung Fülle geht, dass die Zeit des Mangels jetzt vorbei ist. Lieber Fisch, ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn dem so ist. Ich bedanke mich von Herzen für das Zuschauen, fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Dezember und eine magische Vorweihnachtszeit. Aber ich hoffe, dass wir uns bis dahin nochmal hören, denn ich freue mich, wenn du das nächste Mal hier wieder mit dabei bist. Alles Liebe, vielen, vielen Dank und bis ganz, ganz bald. Mach's gut.